Herzlich willkommen beim Lütze Automation Videoblog. Thema heute: die neue modulare Tragschiene für das Airstream-Verdrahtungssystem und wie man damit die Flexibilität im Schaltschrankbau ziemlich stark erhöhen kann. So, das ist sie, die neue Tragschiene für das Airstream-System. Sie eignet sich für Anwender, die einen Montagerahmen eigenständig, schnell und unkompliziert vor Ort aufbauen wollen. Hierfür wurde das modulare Baukastensystem mit vorgegebenen Längen und Standardmaßen im 10 mm, 25 mm und 50 mm Lochraster erweitert. Das neue Tragschienensystem bietet dadurch bis zu 12 mm mehr Spielraum in der Tiefe, was insbesondere bei Sonderschränken von Vorteil ist. Auch die anschließende Gerätemontage wird flexibler. Zwischen den bereits installierten Modulen können nachträglich ganz einfach mit einschwingbaren Gleitmuttern weitere hinzugefügt werden. Alternativ können komplette Felder in der Rahmenmitte für spätere Bestückungen frei bleiben. Neben einem auffrastbaren Kantenschutz, der die Tragschienen an den Enden sauber abschließt, wurden neue Bügel entwickelt. Diese ermöglichen den platzsparenden Einbau von Stegen über die gesamte Rahmenbreite. Die neuen Tragschienen sind kompatibel zur seit vielen Jahren bewährten VBSYM-Tragschiene. Beide Systeme können also parallel eingesetzt werden. Der zentrale Vorteil des neuen Airstream-Tragschienensystems ist die deutliche Zeitersparnis beim Zusammenbau des Rahmens. Praxistests belegen, dass der Kunde vor Ort in der Endmontage bis zu 50% weniger Zeit braucht. Die Montage erfolgt flexibel anhand der Lochraster. Ohne Ausmessen oder Bohren können die Module oder auch eben V-Profile im 10 mm Raster platziert und verschraubt werden. Zum Rahmenaufbau wird weder ein Montagetisch noch Spezialwerkzeug benötigt. Selbst der Zusammenbau auf dem Werkstattboden ist denkbar. Zum Fixieren des Rahmens im Schrank gibt es spezielle Adapterwinkel und flexible Schrauben. Hierfür wird eine Käfigmutter mit metrischem Gewinde in das Lochraster der Tragschiene eingeschwenkt. Alternativ können aber auch Blechschrauben verwendet werden. Die Airstream-Tragschienen werden über ein Profilierungsverfahren verformt. Dabei wird ein hochwertiges Stahlblech in verschiedenen Arbeitsschritten bearbeitet und in seine neue Struktur gebracht. Die Tragschienenmodule bieten sehr gute Eigenschaften hinsichtlich Stromfestigkeit und Durchgangswiderstand und sind außerdem durchgehend geerdet. Übrigens, im Vergleich zur klassischen Montageplatte wiegt ein Airstream-Rahmen mit neuer Tragschiene rund 8 Kilo weniger. Ganz wichtig auch das Thema Zertifizierungen. Die neue Tragschiene besitzt alle für den industriellen Einsatz relevanten Prüfungen und Zulassungen hinsichtlich Schwingschock, Korrosion, Schadgas. So, das war's wieder mal. Weitere Informationen und die Kontaktdaten gibt es wie immer in der Beschreibung unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal im Lütze Automation Videoblog.